Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verspielt und Abgedreht, dem Brettspielmagazin von GamesFeindes.de. Ja, heute kommen wir zu einem Protagonisten, dessen Problematik ich nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Ich sag mal einfach mangels Masse. Denn wir präsentieren euch heute Leo muss zum Friseur aus dem Abacus Spieleverlag. Ja, Leo muss zum Friseur. Die Tage, an denen ich zum Friseur musste, sind schon einige Jahre her. Leo hat es aber bitter nötig, wie man sieht. Also er hat schon eine ziemliche Matte auf dem Kopf, beziehungsweise Mähne ist es ja bei dem Löwen. Und ja, er ist auf dem Weg zum Friseur und quatscht sich ständig und immer wieder fest. Es wird in verschiedenen Tagen gespielt. Am ersten Tag schafft es Leo in der Regel nicht zum Friseur oder nur mit furchtbar, unfassbar viel Glück. Das habe ich aber in den vielen Spielrunden, wo ich dieses Spiel gespielt habe, noch nicht erlebt. Ja, bevor wir euch aber jetzt zu viel verraten und das Pferd von hinten aufzäumen, oder den Löwen in dem Fall, zeigen wir euch doch, wie Leo muss zum Friseur gespielt wird. Dies ist nun das aufgebaute Spiel Leo muss zum Friseur. Ja, das Spiel ist für 2 bis 5 Spieler ab 6 Jahren geeignet. Wir haben es jetzt mal für 4 Spieler aufgebaut. Es gibt hier 20 Handkarten, von denen werden die Karten jeweils verteilt. Bei 4 Spielern geht das natürlich auf, bei 5 Spielern natürlich auch. Bei 3 Spielern werden die 2 Karten, die überbleiben, einfach an die Spieler verteilt und dann gibt es eben 2 Spieler, die mehr Karten auf der Hand haben, beziehungsweise eine Karte mehr auf der Hand haben. So, vorher muss man die Karten natürlich gut mischen, das muss ich hier nicht erwähnen. Die Karten kann ich einmal kurz zeigen. Da ist einmal Leo drauf mit einer Zahl und einer Farbe. Und die Farben unterscheiden sich. Es gibt einmal Gelb, Pink, Blau, Lila und Rot. Ja, dann werden hier diese 30 Urwaldplättchen zu einer beliebigen Bahn gelegt. Wichtig ist, dass Leo hier seinen Start hat und Bobo hier das Ziel symbolisiert quasi. Und es muss quasi eine geschlossene Strecke bilden. Also man darf jetzt nicht hier anfangen und einfach diesen Kreis unterbrechen. Ja, dann wird die Uhr dieser Wecke hier auf 8 gestellt. Das ist nämlich die Zeit, an der Leo aufstehen möchte und zum Friseur gehen möchte. Dann gibt es hier noch quasi einen runden Marker. Das hier ist Leos Kopf und das hier sind Teile seiner Mähne. Ja, wenn er es am ersten Tag natürlich nicht schafft, zum Friseur zu gehen, dann wachsen ihm immer mehr Haare und die werden dann jeweils hier rangepuzzelt. 2 Plättchen habe ich hier absichtlich offen liegen lassen. Das ist einmal das Wegweiser-Plättchen. Was damit auf sich hat, kommen wir gleich zu. Das drehe ich jetzt wieder um. Und es gibt verschiedene Tierplättchen in verschiedenen Farben. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir ebenfalls gleich. So, ein Startspieler wird bestimmt. Und der erste beginnt zu spielen und spielt eine Karte aus. So, dieser Spieler entscheidet sich nun, diese gelbe 3 hier auszuspielen. Das heißt, Leo darf jetzt 3 Felder sich bewegen. 1, 2, 3. Jetzt guckt er drunter. Jetzt passiert Folgendes. Wenn die Farbe mit dem übereinstimmt, mit der Karte, mit dem Plättchen, was hier liegt, passiert nichts und Leo hat Glück gehabt. So, diese Karte, dieses Plättchen bleibt jetzt offen liegen. Dann kommt das nächste. Ist der nächste Spieler dran, entscheidet sich, oh, ich spiele hier mal die pinke 1. Spielt die pinke 1, geht ein Feld vor. Oh, ja, jetzt haben wir den Fall, dass die beiden Farben nicht übereinstimmen und der Wecker um 4 Stunden vorgestellt wird. Das ist natürlich echt fatal. Zack. So, dann kommt der nächste ans Spiel. Der entscheidet sich, dass er hier die blaue 2 spielt. Leo geht 2 Felder vor, guckt da drunter. Oh, und wieder stimmen die Farben nicht überein und der Wecker wird wieder um 4 Stunden vorgestellt. Dann ist der nächste Spieler am Zug, der sich hier für die gelbe 1 entscheidet.
Leo geht einen vor und auch hier ist es so, dass die Farben wieder nicht übereinstimmen und der Wecker in dem Fall um ein Feld vorgestellt wird. So, dann ist der nächste wieder dran. Er entscheidet sich, hier die pinke 2 zu spielen. 1, 2. Ah, jetzt hat Leo Glück gehabt, denn das ist der Wegweiser und da ist es egal, welche Farbe man hat, man muss den Wecker nicht vorstellen. So, dann ist der nächste Spieler wieder dran. Entscheidet sich dafür, dass Leo jetzt mal wieder ein bisschen schneller gehen sollte. Entscheidet sich für die 4. 1, 2, 3, 4. Oh ja, wie ihr seht, die beiden Farben passen wieder nicht zusammen. Und der Wecker wird um 2 Stunden vorgestellt. Jetzt ist es natürlich schon kritisch, weil Leo muss bis 8 Uhr am nächsten Tag, also am gleichen Tag, bei Bobo gewesen sein, dem Friseur. Weil dann schließt er seinen Laden und wenn er es bis dahin nicht geschafft hat, dann ja, wachsen ihm viele Haare mehr und er muss am nächsten Tag versuchen, Bobo zu erreichen. Aber vielleicht hat ja dieser Spieler Glück und er entscheidet sich für die 3. 1, 2, 3. Ja, das war's. Rot und Lila passen nicht wirklich zueinander. 1, 2, 3 und Leo geht zurück. Jetzt ist es wichtig, dass sich die Spielerinnen und Spieler die Karten gut einprägen, denn ja, das ist quasi jetzt später spielentscheidend. Wenn jetzt hier zum Beispiel jemand eine gelbe 3 hat, sollte er die Tunis spielen, denn dann passiert eben nichts. Wenn man auf so ein Feld kommt, passiert eben ebenfalls nichts, beziehungsweise der Wecker wird nicht vorgestellt. Wenn man auf ein Feld kommt, das nicht der Farbe entspricht, der Karte, die man ausgespielt hat, wird der Wecker entsprechend der Zahl, die oben rechts in der Ecke abgebildet ist, vorgestellt. Das Ganze geht entweder so lange, bis man Bobo erreicht hat, dass, ja, wenn man es wie gesagt in der ersten Runde schafft, ist man schon sehr gut und hat sehr viel Glück gehabt. Man hat insgesamt 5 Runden dafür Zeit. Nach der 4. Runde sieht Leo dann so aus. Dann puzzelt man hier alles quasi zusammen. Man hat die 5. Runde noch Zeit. Wenn man es dann nicht schafft, dann hat quasi das Spiel gewonnen und man darf gerne eine neue Runde. Leo muss zum Friseur ausprobieren. Ja, weitere Regeln, wenn in der nächsten Runde wäre jetzt derjenige zum Beispiel Startspieler, der als in der letzten Runde als nächstes drangekommen wäre. Ja, das ist Leo muss zum Friseur und wir wünschen euch damit viel Spaß. Leo muss zum Friseur ist ein Kinderspiel, wie es im Buche steht. Die Kinder haben die Möglichkeit, das habe ich gerade gar nicht erwähnt, sich im Spiel abzusprechen, wer wann wie welche Karte legt, wer wann wie welchen Weg dann dementsprechend gehen muss. Die Kinder müssen sich die Sachen merken. Ja, und muss gestehen, dass so manches Kind, so manchen Erwachsenen dann doch sehr schnell durch diesen Memory-Effekt in die Tasche stecken kann. Aber auch Erwachsene haben hier ihren Spaß, ja, weil eben dieses sich merken und dieses, ah, da war doch das, nee, warte, da war gelb, ah, ja, okay, probieren wir es mal, ah, okay, nee, da war doch rot. Dann am nächsten Tag weiß man dann doch wieder mehr und ist schlauer. Ja, dieser Effekt und diese Spannung, die einfach bei diesem Spiel erzeugt wird, macht einfach Spaß und macht einfach Laune, dass dieses Spiel auch häufiger mal ja, wieder auf den Tisch kommt. Der Wiederspielreiz ist dadurch, dass man die Landschaften so legen kann, wie man möchte, ja, enorm hoch. Und es gibt noch ein, zwei Varianten, die in der Einleitung stehen, die man es ein bisschen leichter machen kann, beziehungsweise wie man es ein bisschen schwerer machen kann, erhöhen den Wiederspielreiz an dieser Stelle nochmal ein bisschen mehr. Ja, wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß mit Leo muss zum Friseur. Ich muss zwar jetzt nicht zum Friseur, habe aber trotzdem noch einige andere Dinge zu tun. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch an dieser Stelle immer ein Brettspiel unterm Kiel. Bis zum nächsten Mal.